Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Ja, und die für heute wahrscheinlich auch letzte, die ich mache. Wir müssen übrigens mal gucken, wenn es nachts ist, wie die ganzen Lampen hier so leuchten, ne? Ob sich das überhaupt gelohnt hat mit den 20.000 Lichtern da. Tja. Leider, ich meine, man kann ja so schön viel modden, ja, auch gerade mit der Lackierung und so. Aber es gibt's um Teufels Willen. Oh, sind jetzt andere LKWs, aber wieder zwei. Aber es gibt's um Teufel komm raus, keine Unterbodenbeleuchtung oder irgendwie sowas, ne? Also, das, was man ja bei reellen LKWs als eines der ersten Sachen tunt: Unterbodenbeleuchtung ranklatschen. Ich meine, jeder LKW in Amerika, der in Privatbesitz ist, hat Unterbodenbeleuchtung. Na? Und hier gibt es diese Option nicht mal. Also. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das fehlt irgendwie wirklich so ein bisschen, ne? Vor allen Dingen, ich finde auch kaum Mods, die sowas hinzufügen. Also, warum nicht? Was ist da los, Amanda-Coin? So, voller Tank, volle Müdigkeit. Let's go. Bevor haben wir eigentlich die nächsten Schlafgelegenheiten? Müsste eigentlich gar nicht mal so weit weg sein, ne? Sagte er und starb bei dem Anblick der Map. Hallo? Da. Muss reichen. Sechzehn Stunden brauchen wir noch. Ich bin nur froh, dass dass der neue Motor, den wir jetzt haben, tatsächlich sich doch ein bisschen bemerkbar macht. Also die 80 km/h erreichen wir jetzt doch wesentlich flotter. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ne, also wie schwer die alte Fracht war. Aber die Fracht, die wir jetzt haben, ist ja auch nicht so schwer. Und die letzte, die wir hatten, waren ja auch Autos. Der war also auch nicht so schwer. Also vom Gewicht her sollte es fast das gleiche gewesen sein. Daran kann es also nicht liegen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Wie ist man ja nicht. Ah, da vorne geht es wieder ein bisschen bergauf. Mal gucken, wie sich der LKW da jetzt macht. Wir sind nice und wir sind ein Price. Support, Motherfucker. Oh, Alter, richtig schöner Sonnenuntergang hier, Alter. Wow. Kann man welche Jalousien runterziehen? Ah, oh, ist das geil. Hörst du schnell? Wie jetzt war es jetzt?
Das hier wird euer Arne. Junge, mach hinne. Wenn du mir schon in die Vorfahrt klaust, ja, dann fahr wenigstens. Wieder hier rumtuckert. Jetzt brauchst du nicht mehr beschleunigen. Alter, voila, Bibi, wir schlag dich zu, Apfelbrei. Warum bremst du jetzt so? Ist der dumm? Ich meine, gut für mich, keine Frage, aber warum? Warum tut er diese? Hä? Da war gar nicht dieses grüne Symbol. Da gibt es dieses grüne Symbol nur dann, wenn man doch wiegen soll. Ja, interessant. Boah, Alter, das ist hier eine geile Gegend. Was ist denn hier los? Amanakorn? Okay. Guckt euch diese Landschaft an. Da fuck. Da unten fahren sogar Züge. So was kenne ich ja noch gar nicht. Oh, dieser geile Sonnenuntergang. Mmh. Sonnenuntergang, Züge, geile Landschaft. Digga, ich liebe diesen Ort gerade. Was ist denn hier los? Ah, mein Motor liebt diesen Ort auch. Lange wird's dunkel. Alter, guckt euch dieses, Alter. Also wer da nicht direkt schwanger wird, der ist wahrscheinlich ein Mann. Die können nicht schwanger werden. Die dürfen das. Fuck my life. Warum fährt er so langsam? Oh, hier gibt's Räder. Und Windräder. So, machen wir mal hier Pause. Ich glaube mal noch eins weiterfahren. Wäre zu lang. Ja, komm mal hier. Hier kommt auch nichts mehr. Und bis hier hinten dauert es definitiv zu lang. Da. Das wäre dann erst der nächste sinnvolle Punkt, von daher. Nee, komm. Es wird langsam dunkel. Und naja. Aber dieser Sonnenuntergang ist schon geil. Oh. Jetzt habe ich die Silhouette von dem Spiel zerstört. Oh, Alter, geil. Geiler Bodenbelag hier. Das sieht ja richtig reell aus. Reroute. Find a new route.
Nice. Na, siehst du, hält sich vor komplett in Waage. Jetzt haben wir wieder 45.000. Genauso wie wir auch die Mission gescheitert sind. Das heißt, die Ausgaben decken die Einnahmen so ungefähr ab. Ja, wenn wir ganz viel Glück haben, dann kommen wir am Ende dieser Mission so ungefähr mit 50.000 raus. Damit haben wir auch ungefähr gestartet. Ist doch geil. Alter, kann ich mal bitte ganz kurz diesen Bumbelack hier lobpreisen? Der sieht ja so gut aus. Holy moly. So stellt man sich den Rastplatz vor. Oh, da ist aber hier abgeknickter Baum. Hier sind ein paar beknickte Bäume. Was ist denn hier los? Konnichiwa. Oh. Na gut, komm, wir fahren mal weiter hier. Hier kommen wir natürlich relativ schlecht raus. Jetzt kann man hier quasi nur alle Fahrbahnen blockieren mit einmal. Ah. Siehst du? Schon wartet er. Der Auflieger, der gehört nicht zu mir. Ich schwöre, der Auflieger verfolgt mich die ganze Zeit. Oh, hier verlegen sie Rohre. Ich habe auch schon ein paar Mal mein Rohr verlegt. Hallo, fahr. Danke. Hier stockert es schon wieder so. Ah. Nicht geil. Der Mottenmann. Also ist schon aber wieder fast 50.000. Also es hält sich jetzt schon perfekt in Waage. Das ist echt geil. Das ist cool. Jetzt brauchen wir plus noch 2.000 Dollar mehr. Und dann können wir diesen 50.000er Kredit abbezahlen. Wobei, warte mal ganz kurz. Wir können doch schon abbezahlen, oder? Ah, nee. 700, also 650 Euro fehlen noch. Kack die Wand dann. Schade. Wie sieht es denn aus bei unseren Fahrern? Der sieht, ja, siehst du, ja, das geht schon eher in die Richtung, die realistisch ist. Naja, aber ich schätze, da müssen wir noch ein paar Tage warten. Bis die hier wirklich den reellen Wert anzeigen. Räder mit Volvo-Felgen. Sehr ausführlich. Oh, der macht gerade nichts. Okay, direkt feuern. Entlassen. Spaß. Er ist useless. Komm, überhol mal. Oh, der hat ein Mini-Brot. Oh, wie süß. Ich weiß zwar nicht, was er damit in der USA möchte. Da sind doch bereits alle Flüsse ausgetrocknet, aber hey. Das Einzige, was die noch haben, ist, weiß nicht, Buschfeuer oder so. Bei denen hat quasi die Grillsaison begonnen. Ja.
Ah, schon wieder schöne Autobahndinger hier. Schon wieder Maussteuerung Deluxe. Ach Mist, jetzt haben wir doch wieder vergessen, als es dunkel war, zu gucken, wie so die ganzen Außenlampen funktionieren. Na egal. Ob die schön Licht machen. Aber wieso fährst du so langsam? Ach lecken. Ja, nee, ist klar, ja. Du, mein Lieber, weg jetzt hier. Ich hab Vorfahrt. Warum? Weiß ich nicht. Außerdem ist hier Exit. Warum nicke ich doch die ganze Zeit? Was halt cool wäre, wäre so ein Pro-Spur-Assistent. Also wenn man hier so auf die Nahansicht geht, also das hier zum Beispiel, dass er dann wirklich die Lanes anzeigt und man weiß, auf welcher Lane man sich bewegen muss. Das ist hier leider überhaupt nicht der Fall. Ah. Nö, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich genau noch keinen Bock mehr. Also... Sobald du einmal einen besuchst, musst du jedes Mal einen besuchen. Das ist doch kacke. Dann machen wir es nicht mehr. Weißt du, wenn es so jeder vierte oder jeder fünfte oder so wäre, okay. Aber doch nicht jeder. Also, ist ja ein bisschen übertrieben hier. Das ist auch übertrieben. So, weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob die Dinge überhaupt optional sind oder ob man die halt machen muss. Zieht aber wirklich ordentlich ab hier. Nein, nicht wieder eine Umleitung. Oh mein Gott, nicht eine Umleitung. Hallo, danke. Ja, na klar. Ab nach Japan. Aber ich glaube, wir können einfach hier lang fahren, ne? Können wir nicht? Wow. Ja gut, komm. Wir gucken mal, wo er uns da lang schickt. Guck mal, das gerade. Wir können wir gerade durchfahren. Ja, nee, lieber nicht. Achso, schau mal, wir können auch direkt hier bei der Abfahrt wenden, ne? Lol. Was ist das für ein geiles Lied? Wie gesagt, die ganze Musik ist von NCS, also hier No Copyright Music, No Copyright Sound. Also, wem die Musik auch gefällt, der kann denen durchaus mal ein Abo und Like da lassen. Und halt von denen auch die Musik.
Nee, also jetzt ist aber blöd, hier ist ja auch Umleitung. Okay, komm. Dann ist das hier mal Sonderfall. Das heißt, wir dürfen jetzt nochmal hier Warnblicke anmachen und an dieser Straßenseite wechseln. Ah, die Blitze bleiben sogar schon stehen. Sehr geil. Oder auch nicht. Ist ja nicht gerade langsamer geworden? So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, jetzt ist die Frage, kann ich hier hinten raus oder nicht? Das ist doch kacke. Wir probieren es. Leider sieht man bei diesen Umleitungen nicht, oder? Manchmal, bevor ich jetzt hier Müll erzähle. Sieht man bei diesen Umleitungen leider nicht. Wo muss ich überhaupt hin? Ah, nee, wurde bereits entladen. Ah, kacke. Sieht man es hier noch? Nee. Normalerweise sind nämlich bei den Umleitungen so vorgeschlagene Umleitungsrouten halt. Aber sowas gibt es hier halt nicht. Von daher muss man immer selber ahnen. Muss man immer selber ahnen. Achso, siehst du, ich kann da wieder so langsam fahren. So. Wollte jetzt mal so gucken. Jetzt müsst ihr nämlich das wieder laden. Genau. Ja, und hier gibt es kein Umleitungsvorschlag. Was natürlich sehr schade ist. Na, guck mal, hier ist der Unfall. Sehr geil. Aber wenn hier der Unfall ist, dann müsste ich ja da vorne wieder aufkommen, oder? Oh, sieht fast aus, ne? Warum kommt der Rasen mit? Lol. Na, fahr doch mal. Wieso fährst du nicht? Are you crazy? Stupid? Or both? Oh, dann fahren wir mal die Umleitung. Also ich finde ja das mit den Umleitungen relativ schön eigentlich. Aber das müssen sie echt besser implementieren. So wird das nichts. Oh, so stockert hier schon wieder. Eieiei. So, wie sieht eigentlich unser Zeitplan aus? Wir haben noch 34 Stunden brauchen. Okay, wir haben also noch 30 Stunden. Nee, 20 Stunden mindestens Reserve. Sehr gut. Haben wir also mittlerweile schon auch die Zeitwelt gemacht, ne? Weil wir sind ja mit 20 plus Stunden gestartet und haben jetzt insgesamt immer noch 20 plus Stunden, obwohl wir schon einmal geschlafen haben. Also, not bad. So, und schon sind wir wieder auf der Autobahn. Sehr gut. Bei mir in Real Life ist es draußen gerade wie aus den Eimern. Also Weltuntergang schon wieder. Ah ja. Ich meine, hey, der Natur tut's gut und ich bin im Haus, also mich stört's nicht. Von daher, let's go.
Oh, und jetzt 70, ich rufe gerade, wo ich 80 erreicht habe. Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß gleich über 80. Aus Ende, Feierabend. Muss doch immer vorankommen hier. Wetten, ist der Weg gleich wieder 80? Ey, chill mal. Ne, war doch nur 70. Schade. Ah, immer noch nur 70? Ah, ich roll ja schon aus, meine Güte. Dort, die gibt's doch ja nicht. So, wir hätten gleich wieder 80 fahren. Ne, davon ist immer noch 70. Wir fahren schon wieder sehr, sehr langsam. Alle Trucks auf der rechten Linie? Aber da fallen so langsam, ich will nicht rauf. Außerdem bin ich kein Truck, ich bin ein Semi-Truck. So, damit wir das mal hier geklärt haben. Also interessieren mich die Regeln auch nur so semi. Sorry, rechte Spur ist gesperrt, ich kann nicht abbiegen. Ich wäre lebend gern drauf gefahren. Aber shit happens. Aber stimmt, dass alle Trucks rechts fahren müssen, macht irgendwo Sinn, weil ja die anderen Fahrzeuge hier 80 fahren dürfen und ich die jetzt quasi blockiere. Ne? Hier da. Ah ja, egal. Dann fahren wir mal rechts. Da vorne geht es eh gleich auf die nächste Autobahn rauf. Oh, schon grün hier. Da hinten ist noch richtig Wüste und hier ist, hier ist auf einmal alles grün. Und sehr harter Übergang. Was? Oh. Böser Kredit. Also wundert euch nicht, dass wir jetzt gerade mal noch 43.000 haben. Dadurch, dass ja die anderen Fahrer jetzt auf längere Strecken skillen, bekommen wir von denen seltener Geld. Ne? Völlig klar. Aber das Geld, was wir von denen bekommen, wird immer mehr. Das heißt, auch wenn das Geld jetzt so zwischenzeitlich mal etwas niedriger ist, wird es, wenn wir Geld bekommen, wieder locker halt die Differenz immer noch ausgleichen können. Wenn wir nicht sogar dann über 50.000 haben, sobald wir von den beiden Geld bekommen haben, das nächste Mal. Wovon ich eigentlich schon fast ausgehe. Warum liegt die ganze Zeit? Gott damit. Ich meine, kann natürlich auch immer mal sein, dass der eine oder im schlimmsten Fall beide mal keinen Job finden und dann eine miese Tour fahren, also eine ohne Gewinn. Aber gut. Ah, die bremsen ja schon wieder alle wie bekloppten. Das Geile ist ja mittlerweile, ne, mittlerweile kann man ja hier bei... Nein. Fahrermanager gucken. Guck mal.
Gary hat eine Fracht nach da, nein, von da. Tukumkari. Ja, whatever. Und er hat nach Rangeli. Ah, da wird gerangelt. Wollen wir jetzt mal gucken bei der Map. Dann sehen wir hier auch unsere anderen Fahrer. Oder? Wait. Ja. Oder muss ich da bei den Fahrermanager rein? War doch gut, Fahrermanager. Kartenansicht. Ah, genau. So, und dann sehen wir jetzt die beiden Fahrer hier. Und da können wir jetzt richtig schön sehen, wie weit er schon ist mit seiner Tour. Oder er mit seiner Tour, da sieht man kurz, er hat gerade erst angefangen. Und er ist halt schon so auf der Mitte. Also ist schon. Leider sieht man nicht, wie viel er bei der aktuellen Mission verdient. Warum eigentlich nicht? Nö, sie sieht man nicht. Man sieht zwar, was sie transportieren, aber nicht, wie viel es einbringt. Wow. Ach. Ist ja wieder Gold wert hier. Ja, auf jeden Fall merkt man schon, die haben schon wesentlich längere Strecken jetzt, weil die halt beide schon Level 2 sind, was für einen Fahrer angeht. Also, das gibt schon ordentlich Schotter mittlerweile. Ist schon echt krass. Oh, ein richtiger Hummer. Neue Frage, jetzt machen wir davor nochmal Pause. So, Folgpause. Technisch gesehen ist das ja eher so. Ah, doch, ich glaube, wir machen da vorne eine Pause. Schöner wäre es natürlich irgendwo, wo wir auch gleich tanken können, aber da kommt jetzt mal weiter von nix. Aber wir fahren mal hier zu dem Ding. Sieht schöner aus. Oh, hier ist wieder Wüste, ne? Der grüne Bereich schon wieder vorbei. Nee, nee. Schöne Wolken, das ist richtig richtige Quellwolken, ey. Vor allem hinter uns im Rückspiegel die Wolken. Das sind richtige Bilderbuchwolken. Ja, lass mich vorbei. Na, wie fasst du aus?
vorne ist hier Rastplatz. So. Gut schön. Dann soll das für die Folge erstmal gewesen sein. Ich mache für heute erstmal Feierabend. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Die dann irgendwann für euch morgen, für mich wahrscheinlich auch morgen kommt. Bis dann.